Sparen trotz niedriger Zinslage. Für die Oberösterreicher eine Selbstverständlichkeit. Im Durchschnitt tragen 7 von 10 regelmäßig ihr Erspartes zur Bank. Immer mehr legen dabei ihr Geld nicht mehr nur auf das Sparbuch. Es hat sich das Anlegerverhalten verändert. Es geht ganz klar der Trend in Richtung Wertpapiere, hier sehr stark in Richtung Investmentfonds. Investmentfonds wie etwa Aktien oder Mischfonds gelten zwar als risikoreicher, bieten aber höhere Chancen auf Erträge. Um das Risiko zu minimieren, raten Experten, das Geld zu streuen. Die Streuung ist sehr, sehr wichtig, da man bei der Geldanlage nicht alles auf eine Karte setzen sollte. Es ist immer so, dass erhöhte Ertragskomponente auch erhöhtes Risiko bedeutet. Und deshalb ist es wichtig, hier von der breiten Anlagepalette die beste Streuung für sich herauszufinden. Welche Anlageform dabei am besten geeignet ist, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Für die richtige Wahl empfiehlt sich eine Beratung. Ich persönlich würde einem jungen Menschen, der noch viele Jahre des Arbeitslebens vor sich hat und sagt, ich möchte zum Beispiel monatlich 100 Euro ansparen, dann würde ich persönlich natürlich viel stärker Richtung Aktienfonds tendieren, spricht für Aktienfonds. Wenn jemand größere Beträge hat und vielleicht auch schon älter ist, dann sollte auf jeden Fall die Veranlagung ganz genau den Risikokriterien des Kunden, der Kundin entsprechen. Steht mir ein längerer Zeitraum zur Verfügung, gibt es natürlich mehr Möglichkeiten, die mehr Ertrag bringen können, kurzfristig aber auch mehr Risiko bedeuten. In jedem Fall im Bundesländervergleich zählen die Oberösterreicher nach wie vor zu den Sparmeistern. Rund 224 Euro legen Herr und Frau Oberösterreicher im Durchschnitt pro Monat zur Seite. Und das trotz niedriger Zinsen.